Möchtest du hier in Münster an der Kata studieren? Komm, ich zeige dir ein paar Fotos aus Münster. Hast du gesehen, wie schön die Stadt Münster ist? Aber du hast bestimmt noch ein paar Fragen zu dem Studium. Komm mit, wir helfen dir. Ich bin Amar, studiere hier in der Kato Sozialarbeit. Ich komme aus Syrien. Mein Name ist Geneva Torodo. Ich komme aus Elfenbeinküste. Das ist in Westafrika. Ich studiere Sozialarbeit an der Kato Münster. Mein Name ist Mohammed. Ich komme aus Syrien. Ich studiere Sozialarbeit hier an der Kato im dritten Semester. Hallo, ich bin Rezan. Ich studiere auch Sozialarbeit, bin im dritten Semester und komme auch aus Syrien. Ich bin Mitra. Ich studiere Soziale Arbeit und komme aus Afghanistan. Mein Name ist Bilal Khalil. Ich komme aus Syrien. Ich studiere hier an der Kato Soziale Arbeit im dritten Semester. Mein Name ist Mohammed Al-Rama. Ich komme aus Syrien. Ich studiere an der katholischen Schule Soziale Arbeit im dritten Semester. Ich bin Elin. Ich komme aus Syrien und ich studiere im dritten Semester Soziale Arbeit. Mein Name ist Muriel Schiller und ich arbeite seit mittlerweile 4 Jahren an der katholischen Hochschule Münster als Koordinatorin für das Programm Welcome Refugees. Sind im Prinzip 4 wichtige Sachen, die Sie mitbringen müssen, damit Sie hier studieren können. Das ist einmal, brauchen Sie eine Hochschulzugangsberechtigung, also zum Beispiel ein Abitur. Dann brauchen Sie ein Vorpraktikum, 3 Monate in Vollzeit in einem Bereich der sozialen Arbeit. Sie müssen die Sprachqualifikation mitbringen, also C1 wäre im Moment das Niveau, was wir brauchen. Und Sie müssen sich natürlich bewerben. Vor dem Studium musst du ein Vorpraktikum absolvieren, das mindestens 3 Monate dauert. Das Praktikum musst du in einem sozialen Bereich machen, wie zum Beispiel in der Schule oder beim Jugendamt. Ich denke, was besonders an der katholischen Hochschule ist, dass wir ein Gasthörersemester anbieten. Da wir nur so eine kleine Hochschule sind mit nur 2 Fächern, Heilpädagogik und soziale Arbeit, können wir Sie ein halbes Jahr lang fachspezifisch schon vorbereiten. Das heißt, Sie haben dann die Zeit, sich in Ruhe Veranstaltungen anzugucken. Sie können Workshops machen, einen Sprachkurs machen und haben ein Buddy-Programm, wo Sie schon andere Kommilitonen kennenlernen. Das heißt, Sie sind schon direkt sehr mit dem Fach beschäftigt und lernen schon früh Ihre Kommilitonen kennen. Bevor du mit dem Studium anfängst, wirst du an einem Sprachkurs teilnehmen. In dem Kurs lernst du wichtige Fachbegriffe der sozialen Arbeit. Dadurch wird dir Einstieg in das Studium leichter fallen. Hi, ich bin Jette und ich studiere gerade im 5. Semester Soziale Arbeit an der Kato. Mache also gerade mein Praxissemester und ich nehme auch am Buddy-Programm teil. Ein Buddy ist vor allem im ersten Studienjahr jemand, der die euch unterstützt, an der Hochschule zurechtzukommen. Er oder sie studiert in der Regel dann schon etwas länger, um euch eben mit den richtigen Tipps und Tricks versorgen zu können. Wir sind aber nicht nur AnsprechpartnerInnen für euch bezüglich Fragen zum Studium. Wir sind auch für euch da, falls ihr die Stadt kennenlernen möchtet oder einfach mal privat etwas unternehmen möchtet. Vor dem Studium wirst du auch gemeinsam mit den anderen Kursteilnehmerinnen verschiedene Einrichtungen der sozialen Arbeit besuchen. Dadurch lernst du die verschiedenen Arbeitsfelder der sozialen Arbeit kennen, also die Orte, an denen du später arbeiten könntest. Im ersten Semester findet ein Tutorium statt. Hier lernst du alles Nötige, was du für das Studium brauchst. Zum Beispiel, wie schreibt man eine Hausarbeit, wie hält man ein Referat, oder wie nutzt man das Online-Portal? Die Bewerbungsfrist für das Gasthörersemester ist immer der 15. März. Und dann fängt das Gasthörersemester direkt im April an. Wenn Sie sich für das Studium regulär bewerben wollen, ist die Bewerbungsfrist online der 31. März. Es gibt auf jeden Fall eine Homepage von der Abteilung Münster unter dem Programm Welcome Refugees und ansonsten gerne einen Termin in der Beratung bei mir. Hediyawanin. Bienvenue à l'Université catholique de Münster. خودت رو ثبت نام کن. تو میتونی. منشوف کن بالکاتو.